Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kratzfurie. Das Let's Play. Nein, Pokémon Feuerrote Edition, Let's Change mit Tautropfen LP zusammen. Taubsi. Picknicker, okay. Sind wir weitergegangen? Heilige Scheiße, was zur Hölle ist los? Warum sind die alle tot? Los, Speedy. Okay. Döner Schock Taubsi weg. Das ist sehr effektiv. Taubsi wurde besiegt. Das hat nicht ganz geklappt. Das war eine. Oh. Entschuldigung. Okay, nee. Das ist kurz. Los, komm. Kämpfen wir. Hör ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ja, wir sind nämlich kurz vorm Ziel. Camper Raphael. Oh Gott, Habitok. Ich glaube, ich brauche Pikachu an erster Stelle gerade. Nicht Bericht. Ich will nicht Bericht. Ich will Tausch. Oh, hör auf. Hör auf. Hör auf. Nein. Hallo? Haha. Tja, jetzt bist du paralysiert. Das heißt, ich bin jetzt immer schneller als du. Und jetzt bist du tot. Hast du damit gerechnet? Hm? So, es dürfte wieder ein... Ich sage einfach gar nicht mehr. Ich wollte sagen, es dürfte wieder ein Bla-Bla-Bla-Pokémon sein. Ein Flug-Typ. Dann kommt ein Ratikarl um die Ecke. Ja, treff nicht. Wie viel, was für eine Treffchance hat Slam, bitteschön. Kann man das nicht irgendwo nachgucken? Was soll ich in dieser Situation tun? Wie stelle ich das an? Was bedeutet dieser Begriff? Elementklassenliste. Beenden. Hä? Ich hatte eigentlich gehofft, dass man sieht, was ein bisschen zu der Attacke und so. Naja. Los, Äffchen, tu du das. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Karate. Schlag ihn weg. Ja, wunderbar. Und Camper Raphael besiegt. Ich hätte es besser überhört, überlesen, übersehen, über. Orania City und wir heilen unsere Pokémon. Wir kommen. Ja, ich möchte bitte, dass Sie meine Pokémon heilen. Dankeschön. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Und übrigens, wie man sieht, ich habe in meinem letzten Part erwähnt, trainieren und so, bla, offscreen. Und ich habe trainiert offscreen, wie man sieht. Und wie man schon in Taui ihren Part gesehen hat. Flame, Speedy, Äffchen, Moon, das waren alles so und Timmy war Level 18. Und ich habe, also das Video findet ihr in dem Part, in dem ich das erwähne, dass ich trainieren will, in der Videobeschreibung als privates, bzw. als nicht gelistetes Video. Also das werde ich hochladen, das ist im Speed mit Musikunterlegung, bla. Damit man einfach nur sieht, was ich gemacht habe. Ich bin ein Profi-Angler, ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Nein. Natürlich. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Okay... Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Dankeschön, dass du mir einfach so Sachen hinterher wirfst. Hast du gesehen, die MSN dockt direkt im Hafen an, bla. Ich will mal gucken. Ich glaube, hier gibt es noch ein paar Gegner. Falls Taui nicht alle gemacht hat. Okay, die beiden hat sie gemacht. Den hier. Hat sie gemacht. Der will zurück in Vatanienwald, weil es da mehr Käfer gibt. Ich glaube, hier nach oben können wir nicht. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt, weil du Durst hast. Du ekelhafter Egoist. Typ.
So, von dem Häuschen da oben kommen wir, das weiß ich. So ein bisschen kenne ich die erste Generation noch, wo es da lang geht. Also die rote und blaue Edition. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Du verwirrst mich. Pokémon Fanclub. Alle Pokémon Fans sind willkommen. Ah, dann gucken wir mal rein. Ich mache irgendwie nur Mumpitz in meinem Part. Kann das sein? Hat mein Pikachu nicht einen wunderschönen Schweif? Nein. Der Forstsensor redet sehr gerne über Pokémon. Okay. Du meine Güte, mein Jurob ist viel hübscher. Ich rede die gerade alle mit der gleichen Stimme. Egal. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, also meine Pokémon zu hören? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galappa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich, ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht, ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ein Radkupor. Ah, wunderbar, da bekommt man den. Zeige den Radkupor am Fahrrad einfach zu Ria City. Du hältst dafür ein Fahrrad. Sorge ich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Haha, du bist voller Worten Wichser. Hä, was? Was hat er gesagt? Hat er mich gerade Wichser genannt? Ernsthaft? Du Ekelhafter. Weißt du, schenk mir erst ein Radkupor für ein 1-Million-Pokédollar-Rad und dann lacht er mich aus, weil er fliegen kann. So ein Ekelhafter. Ekelhafter Typ, ernsthaft. Der ist mir gänzlich unsympathisch. Und es ist nicht so, als hätte ich ihm die Worte in den Mund gelegt. Nee, nee, das hat er wirklich gesagt. Wir haben doch Snatch-Schneider schon, oder? Hier VMTM-Box. Nein, wir haben VM-Zerschneider noch nicht. Wo bekommen wir VM-Zerschneider her? Ich glaube, aus von der MSN war das. Hey, du. Ich möchte mit allen Menschen Briefe austauschen. Ich schicke mein Taubsi in einen Connex-Club, um Briefe für ihn zu... Ach. Connex-Club interessiert uns nicht... Nicht die Bohne. Nicht die Java-Bohne. Entschuldigung. Pokebälle 5 Stück, Supertränke 7, Gegengift nichts, das ist schlecht. Wir nehmen 5 Stück mit. Paraheiler, nehmen wir 2 Stück mit. Ich möchte immer eigentlich 5 Stück dabei haben, von allem Aufwecker 4. Das kostet viel, aber egal. Eisheiler, den braucht man eigentlich nie, aber ich nehme trotzdem mal 5 Stück mit. Und einen Schutz. Da haben wir noch 5 Stück. Das reicht. Okay. Nehme ich noch einen Supertrank. Dass wir auch, ja, unser ganzes Geld ausgegeben haben. Nein, das war's. Wobei, ich kann dir mal einen Nugget in den Rachen werfen. Oder einen Radkupon. Das ist sicherlich ganz toll. Nugget. Ja. Wunderbar. Parallelaufwecker, Fluchtzeil, 2 Stück Sonderbonbon. Das hebe ich mir mal noch auf oder das heben wir uns auf, ich weiß nicht. Vielleicht nimmt es Zau einfach irgendwann, also benutzt es einfach irgendwann, das kann natürlich sein, aber... Macholo, Macho, Macholo. Ein Macholo ebnet das Land, ach so. Ich möchte auf diesem Land bauen, mein Pokémon ebnet den Boden. Okay. Hafenstadt der einmaligen irgendwas, ich hab's weggeklickt, ich bin schlau. So, ich hol mir jetzt das Fahrrad. Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Ja, da gibt es, glaube ich, 2, 3 Sachen, die kann man finden. Ich glaube, direkt hier ist irgendwas. Also, direkt hier irgendwo. Irgendwo. Komm schon. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Warum gibt es hier noch keine Itemradar? Ich muss sagen, das ist ein wenig frustrierend. Ach komm. Wahrscheinlich jetzt in der nächsten Reihe wäre es gewesen. Ach, wie lange da noch ist. Nee.
Das tue ich mir nicht an. So, jetzt sind wir hier. Okay, jap. Jo, nun schnell das Fahrrad. Und dann gehen wir, glaube ich, auch direkt auf die MSN. Ich guck gerade mal. Falsch, nein. Ja, wir haben... Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, haben wir jetzt wirklich? So. Hey Typ, ich will ein Fahrrad. Oh, das ist ein Radcoupon? Okay, es gehört dir. Red tauscht den Radcoupon gegen das Fahrrad. Okay, besuch uns doch wieder. Nein. Niemals. So, ich werde das Fahrrad auf Select legen. Ui. Kann es sein, dass es kein Deut besser ist, kein Deut schneller ist als, zu sprinten? Kann das? Aber ich glaube, man braucht das Fahrrad, weil es eine Route gibt. Guck mal. Oh, ich glaube, ein bisschen schneller ist es. Aber es sieht so hässlich aus. Guck mal, wie der Kopf wackelt. Ja. Ich glaube, hier unten dürfen wir es... Oh, wir dürfen sogar hier unten drin einen Tunnel benutzen. Das ist cool. Sonst sagt immer... Professor Eich sagt immer, es ist weder der richtige Zeit noch der richtige Ort hierfür. Hier, das hier. Eich. Was? Oh Gott, der redet in meinem Kopf. Red, dafür ist jetzt keine Zeit. Ernsthaft? Er sagt es einfach. Sonst war es doch immer, Eich sagt immer dafür, dass es weder die richtige Zeit noch der richtige Ort dafür. Und hier ist es einfach so, Eich ist beim Kopf drin, oh Gott. Geh aus meinem Kopf raus. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Haben wir überhaupt ein Bootsticket? Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ja, wir haben eins. Großartig, willkommen auf der MSN. MSN. Okay. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Okay. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Ah, ich werde wieder schwarze Rinde haben. Fällt mir gerade so auf. Timmy. Wobei, ich werde es wahrscheinlich in Nachbearbeitung hinbekommen. Zahltag. Los, bewirf ihn mit Münzen. Oh Gott, der macht viel Schaden. Ja, Fukano ist physisch sehr gut. Und das war Step. Da sieht man, der Biss hat genauso viel Schaden gemacht wie Glut, obwohl Glut Step war. Und naja, Glut hat mich jetzt verbrannt, ist natürlich... Ach, richtig. Okay. Du hast mir gerade in die Karten gespielt, das finde ich in Ordnung. Ich wollte nämlich auswechseln, weil ich... Also, ich habe vergessen auszuwechseln. Hallo? Ja, das ist toll. Jetzt kriegen die alle so wenig Erfahrung. Ekelhafter Gegner, ey. So, Speedy, Level 23. Wir brauchen unbedingt einen Donnerstein. Ich weiß nicht, wo man einen bekommt. Fukano. Ja, komm, ich behalte mal Flame draußen. Ach Gott. Es wird wahrscheinlich Glut sogar stärker sein als Kratzer oder Metallklaue, weil der einfach... Oh, Brüller ist so ekelhaft. Ja, nee, wirklich nicht. Finde ich nicht korrekt von dir. Los, Moon. Au. Verkackte Arschscheiße. Mach keine Glut mehr. Sonst hasse ich dich. Ich hasse dich. Ich weiß auch nicht, wo das Zimmer ist, wo man geheilt wird. Das ist natürlich toll. Oh Mann. Karate-Schlag. Ha.
Timmy erreicht Level 20. Yay. Spieler besiegt Gentleman Nikolai. Oh weh, verloren. Ja, Leute. Und noch wieder Geld aufgehoben. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns bei meinem nächsten Part und ihr seht bei Taui den nächsten Part. Bis dahin. Servus, Leute.